Schön, dass du wieder dabei bist bei den Bibelgeschichten. Ich möchte mich heute mit dir auf eine Reise begeben, die gar nicht so weit in die Vergangenheit geht. Aber trotzdem werden wir als erstes wieder unser kleines Teelicht anzünden. Mach das doch jetzt auch einfach. So, ich stelle dieses Licht hier hinten hin, dann ist es für uns beide im Bild. In der Geschichte heute reisen wir wieder in die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Also nicht ganz so weit zurück wie letztes Mal, aber doch ein ganzes Stück zurück. Und zwar reisen wir, um ganz genau zu sein, in die Stadt Jericho. Jericho ist eine Stadt in der Nähe von Jerusalem und Jesus hat diese Stadt besucht. Und bei einem Besuch, da ist eine Geschichte passiert, die ich euch jetzt erzählen möchte. Und zwar geht es da um Zachäus. Zachäus ist ein Zöllner. Ein Zöllner ist jemand, der immer am Stadttor steht und Geld nimmt von jedem, der in die Stadt geht. Und die sagen dann, ich kriege jetzt 3 Euro. Von dir, weil wir brauchen das für die Steuern. Das ist quasi eine Stadtsteuer. Und dieser Zachäus hat immer viel mehr Geld von den Menschen genommen, als er eigentlich musste. Eigentlich hätte er nur 1 Euro nehmen müssen, aber er hat 3 Euro genommen und 2 Euro immer für sich behalten. Und das wussten alle Menschen, die in Jericho gelebt haben. Und das war richtig, richtig gemein von ihm, weil er immer reicher wurde und alle anderen immer ärmer. Und dann kam Jesus in die Stadt und Zachäus war ganz klein, der war vielleicht 1,50 oder so und 1,50 Meter groß. Und weil er nicht sehen konnte zwischen all den anderen Erwachsenen, ist er auf einen Baum geklettert. Aus dem konnte er nämlich ganz gut rausgucken, aber kein anderer konnte ihn sehen, weil dieser Baum so, so viele Blätter hatte, dass er da sehr gut drin versteckt war. Und dann ist Jesus da lang gelaufen und Zachäus konnte ihn beobachten und sehen und war ganz leise. Aber plötzlich ist Jesus stehen geblieben unter diesem Baum, hat nach oben geguckt und hat zu Zachäus gesagt, Zachäus, komm runter von deinem Baum, ich möchte heute bei dir essen. Das ist schon sehr verrückt, oder? Da versteckt sich einer auf dem Baum, um jemanden zu beobachten. Und dann wird gesagt, komm runter, ich möchte heute bei dir essen. Und Zachäus ist runtergeklettert von dem Baum. Und dann haben erstmal alle gesehen, dass er seine schönsten Kleider anhatte. Und dann ist er vorgelaufen und hat ein ganz, ganz leckeres Essen zubereiten lassen und auch mitgeholfen. Er hat Jesus bedient und jeden, der damit dabei war, egal wie viele Leute es waren. Vielleicht waren es ja 20 oder 30, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall nicht nur Jesus alleine, der mit Zachäus gegessen hat. Und dieses Geschenk, das Jesus ihm gegeben hat, dass er bei Zachäus gegessen hat, hat Zachäus ermutigt dazu, anders zu handeln. Er hat nämlich all sein Geld zurückgegeben und sogar noch viel mehr. Den Leuten, denen er etwas weggenommen hat, hat er noch mehr Geld wieder zurückgegeben. Das ist eine richtig tolle Geschichte und vielleicht hast du Lust, mal einen Baum zu malen und da eine kleine Person reinzumalen. Vielleicht magst du mir das zusenden als Foto an sarah.wilke@ev-jugend-halle.de oder per Post an die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Halle, YouTube-Mitmachaktion in der Martin-Luther-Straße 7 in 33790 Halle. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich ein paar Fotos, Bilder von so einem Baum kriege. Vielleicht kletterst du auch auf einen Baum und versteckst dich da, aber sprech das erst mit deinen Eltern ab. Und das war's auch schon wieder von der heutigen Bibelgeschichte. Und ich wünsche dir und deiner Familie Gottes Segen, dass ihr auch solche Erlebnisse habt und ganz unverhofft Besuch kriegt von Jesus und euch darauf einstellen könnt.
Und in dem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!